Hallo, hier ist der Lars von Ruhe Energie. Herzlich willkommen. Ich hatte ja versprochen, nochmal ein Video zu machen über meine Leber- und Gallenblasenreinigung, die ich gemacht habe am Ende meiner 7-tägigen Saftfastenkur. Und vielleicht erstmal kurz das Fazit dessen. Ich würde es wieder machen. Also ich habe das Gefühl, es hat mir ganz schön geholfen. Sachen, die ich wirklich jetzt feststellen kann, ist, dass meine Verdauung ist sehr, sehr gut geworden. Und was auch sehr gut sich anfühlt, ist überhaupt mein ganzer Bauchbereich. Da habe ich das Gefühl, die Leber kann jetzt viel freier arbeiten. Und es gibt gewisse Indizien auch dafür, die dafür sprechen, dass das wirklich gereinigt hat. Das eine ist, ich hatte ja während der Saftfastenkur meine belegte Zunge sehr stark belegt und hatte früher mein ganzes Leben eigentlich meine belegte Zunge. Nach dieser Leberreinigung habe ich jetzt, so wie ich das jetzt eben gerade im Spiegel gesehen habe, eigentlich überhaupt keine belegte Zunge mehr. Ich zeige euch das mal. Die war in meinem ganzen Leben noch nie so frei. Das bedeutet also, da ist was passiert, da ist was durchgeputzt worden, der Körper hat mehr Möglichkeiten, Giftstoffe nach außen zu transportieren. Was mir auch aufgefallen ist, dass hier an der Seite, ich bin ja jetzt schon 39, werde ja nächstes Jahr 40, waren immer so ein paar Krähenfüße auch. Ja? Und das irgendwie hat sich der Körper jetzt mehr hydrisiert, also mehr Wasser gespeichert. Also ich sehe jetzt nicht mehr so hier Falten, also erscheint auch die Falten sind weggegangen. Was mir auch aufgefallen ist, dass meine Iris leuchtet mehr. Also es ist klarer geworden, ist nicht mehr so neblig. Das muss ich wahrscheinlich noch ein paar Mal machen mit dieser Leberreinigung, dann wird das auch richtig frei wieder. Das sind auch alles Sachen, die passieren sollen, aber muss sagen, also ich bin positiv überrascht und versuche ich jetzt mal ein bisschen zu erklären, wie das so funktioniert und zeige euch erstmal, was da rausgekommen ist. Ich habe auch ein paar Fotos gemacht, aber das ist das hier in dem Glas habe ich das aufbewahrt, ich schmeiße es dann nachher weg. Das sind so eine Art Steine, also so Klümpchen, die mit dem Stuhl quasi rausgekommen sind nach dieser Leberreinigung. Das ist kein Kot. Ja? Das sind Sachen, die aus der Leber rausgekommen sind. Manche behaupten, das wäre irgendwie Seife, die entsteht durch Olivenöl, das Bittersalz und den Grapefruitsaft. Das mag schon sein, dass das was damit zusammenhängt, aber das kann nicht die ganze Wahrheit sein. Es sind auf jeden Fall Fremdkörper, die sich auch so normalerweise, glaube ich, nicht im Darm bilden würden. Selbst wenn ihr eine ölige Pizza esst und einen riesigen Salat mit Dressing, mit Öl und esst noch drei Grapefruit zum Nachtisch, passiert sowas ja nicht. Also jemand hatte geschrieben unter den Kommentaren, unter den Saftfasten-Kommentaren, dass quasi diese Stückchen hier oder das Olivenöl mit dem Bittersalz und dem Grapefruit löst den Grieß in der Leber, bildet dann hier solche Bröckchen, die dann aus der Leber rausbefördert werden. Und ich würde sagen, das ist vielleicht die beste Theorie. Das sind jetzt nicht diese Steine, die da drin sind vielleicht, sondern das ist im Prinzip das, was durchgespült wird. Und in diesem Gemenge da sind halt einfach Verstopfungen drin, die ihn in der Leber festgesetzt haben. So würde ich mir das jetzt mal erklären, dass das für mich Sinn ergibt. Es ist auf jeden Fall was passiert. Ich fühle mich besser und das ist eigentlich alles, was mich interessiert. Das ist eigentlich, gibt es auch in Russland diese Reinigung schon seit mehreren hundert Jahren. Und ich habe jetzt dieses Protokoll hier verwendet von dem Andreas Moritz in seinem Buch Die wundersame Leber- und Gallenblasenreinigung, ein kraftvolles Verfahren zur Verbesserung Ihrer Gesundheit und Vitalität. Und ich erkläre euch das mal, aber ich empfehle euch nicht, das jetzt nach meiner Anleitung nachzumachen, sondern kauft euch mal dieses Buch, weil ich finde es immer wichtig, wenn man halt auch weiß, warum das passiert ist. Und auch hier stehen auch Hilfen drin, wenn was schief läuft oder wenn was nicht so klappt oder wenn man Bittersalz zum Beispiel nicht verträgt. Das kann ich hier in so einem Video und möchte ich in dem Video überhaupt nicht wiedergeben, weil der Mann hier, der ist leider auch schon verstorben, der hat ja schließlich dieses Buch hier geschrieben und so vielen Leuten damit geholfen. Ich finde, ihr solltet euch das kaufen, dass wenigstens seine Erben und der Verlag da was dran verdienen und dann habt ihr ein ganz kraftvolles Instrument, mit dem ihr euren Körper vitalisieren könnt, gerade wenn ihr euer ganzes Leben vielleicht auch wirklich euch schlecht ernährt habt. Es ist immer einfach zu sagen, das braucht man doch alles gar nicht, man muss nur genug Obst und Gemüse essen, dann wird das schon wieder.
ab einem gewissen Alter oder in einem gewissen Krankheitsstadium möchte man ganz schnell wieder gesund werden. Dann kann man nicht sagen, ich warte 7 Jahre, bis sich jede Zelle des Körpers erneuert hat. Da muss man versuchen, das ein bisschen zu beschleunigen, dass der Körper halt sich heilen kann. Weil wenn man Krebs hat oder verstopfte Arterien, dann muss man versuchen, das möglichst bald hinzukriegen. Deswegen bin ich ein Freund davon, mal so Sachen auszuprobieren, wenn es mir jetzt nicht bekommen wäre, und nochmal was zu den Nebenwirkungen auch gleich, dann würde ich es auch nicht wieder machen. Aber ich glaube, ich würde es wieder machen, auch wenn es nicht ganz so easy ist. Was ihr auf jeden Fall dafür braucht, ist, das habe ich mir bei uns in der Apotheke besorgt, da steht es auch noch drauf, 1,50 Euro hat es nur gekostet, eine Portion Bittersalz, und bitte nur Bittersalz nehmen, das ist Magnesiumsulfat, nichts weiter darf da dabei sein. Das ist das Einzige, was diese Gallenkanäle weitet und diese Verbindung zum Darm. Wenn ihr jetzt Glaubersalz oder sowas geht, dann sollte das nicht gut funktionieren. Das steht jedenfalls in dem Buch drin. Also Bittersalz ist das Richtige, passt da auf, dass ihr nicht das Falsche kauft. Es hat nur 1,50 Euro gekostet. Und also auch eine sehr, sehr günstige Sache. So, wie macht man das Ganze jetzt? Hier in dem Buch steht drin, was braucht man denn überhaupt alles? Man braucht insgesamt 6 Liter Apfelsaft. Das bedeutet, er sagt, dass man an den 6 Tagen, also der 6. Tag ist der Tag, dann, an dem man das dann durchführt abends, braucht man also an 6 Tagen, braucht man jeweils 1 Liter Apfelsaft am Tag soll man trinken. Er geht hier jetzt nicht so genau ein, ob das roher Apfelsaft sein soll, aber ich würde natürlich empfehlen, euch mit einem Entsafter rohen Apfelsaft zu machen. Falls ihr keinen Entsafter habt, könnt ihr sicherlich auch einen guten, trüben Bio-Apfelsaft oder einen Apfelsaft von der Kälterei bei euch um die Ecke euch kaufen, und ihr trinkt jeden Tag 1 Liter Apfelsaft. Das soll dazu führen, dass diese Steine, wie er schreibt, oder in meinen Augen jetzt diese Verschleimungen in der Leber, einfach ein bisschen gelockert werden, aufgelöst werden, und die Apfelsäure ist dafür da, das zu lösen. Das ist wichtig, damit es halt ohne Schmerzen und gut funktioniert. Also man trinkt jeden Tag 1 Liter Apfelsaft. Also sagen wir mal Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag. Und Samstag ist dann auch der Tag abends, wo man loslegt mit der ganzen Sache. Dann braucht man hier so Bittersalz, 4 Esslöffel braucht man da in 720 ml Wasser. Dann braucht man 120 ml kalt gepresstes Olivenöl. Und dann braucht man frisch gepresster Grapefruit, Entschuldigung, ohne Fruchtfleisch, also nur den Saft ohne Fruchtfleisch, frisch gepresst, 180 ml. Und dann muss man das verteilen, das steht ja alles in dem Buch hier drin. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass ihr jetzt schon, es ist der 6. Tag, also der Samstag jetzt mal der Einfachheit halber, und habt morgens, trinkt ihr nochmal diesen Liter Apfelsaft, esst was sehr Leichtes. Hier drin wird auch beschrieben, dass man sich da nicht fettreich ernähren sollte, sollte möglichst tierische Proteine meiden. Ich bin ja Veganer und deswegen war das jetzt kein Problem, außerdem habe ich Saftfasten da vorher gemacht. Ist egal, dann steht hier, ganz wichtig, um 14 Uhr an dem Samstag, also am 6. Tag, wird nichts mehr gegessen. Ab da beginnt die Fastenzeit. Ab da wird nur noch Wasser getrunken. Und ihr trinkt dann halt Wasser von 14 Uhr bis um 18 Uhr. Und um 18 Uhr geht es dann los. Dann nehmt ihr diese erste Portion Bittersalz. Das ist dann quasi einer von diesen 4 Löffeln mit dem Viertel von diesem Wasser. Das steht hier auch alles drin. Also ihr trinkt ein Glas von diesem Bittersalzwasser um 18 Uhr. Dann könnt ihr da auch ein bisschen Wasser danach trinken. Am besten, man spült sich gut den Mund aus. Ich habe mir sogar irgendwie eine Pfefferminz noch reingesteckt, weil das Bittersalz, das schmeckt schon ziemlich scheiße. Es ist sehr bitter halt. Man denkt immer so, das ist dann so mit einem bisschen schlecht, aber es ist einfach so bitter, dass ich fand es jetzt nicht so angenehm. Und um 20 Uhr trinkt man das 2. Glas Bittersalz. Dann um 21.30 Uhr, wenn man noch keinen Stuhlgang hatte, aufgrund des Bittersalzes, sollte man sich nochmal einen Einlauf machen. Und der Andreas Moritz, ganz wichtiger Hinweis, sagt in einem YouTube-Video, eigentlich kann man diese Reinigung nur machen, wenn man sich auch Einläufe machen kann und Einläufe macht. Und zwar einen Einlauf vor dieser Reinigung und einen Einlauf nach dieser Reinigung. Das bedeutet, man spült sich seinen Darm
mit Wasser aus. Ja? Ich mache da nochmal ein extra Video demnächst zu, aber das ist so ein Beutel, da kommt Wasser rein und dann steckt man sich so einen Schlauch in den Po und spült den da mit Wasser und geht dann aufs Klo, lässt das alles wieder raus, am besten so oft, bis wirklich nur noch Wasser rauskommt. Wenn ihr das nicht macht, sollte man eigentlich diese Reinigung nicht machen, weil es kann sein, dass erstens mal, wenn man diese Darmspülung, also diesen Einlauf vorher nicht macht, kann sein, dass diese Sachen gar nicht in den Darm gelangen, weil irgendwas verschleimt ist an den Zugängen und dann kommt das nicht richtig rein, verstopft irgendwelche Gänge und dann geht es einem ganz schlecht. Und selbst wenn es rauskommt in den Darm, diese Sachen kommen nicht unbedingt gleich wieder raus, weil die haben wirklich so einen Seifencharakter, das sind keine festen Steine, sondern die können sich an die Darmwände kleben und wenn die dann da kleben bleiben, die sind toxisch, die sind voller Gallenflüssigkeiten und Giftstoffen, da könnt ihr Rückvergiftungen bekommen, das ist nicht gut. Also ihr müsst einen Einlauf machen davor und danach. Wenn ihr da nicht zu bereit seid und sagt, das mache ich nicht, das finde ich eklig, dann macht diese Leberreinigung besser nicht, sagt er, der quasi Erfinder von dieser Methode in einem der seiner YouTube-Videos. Also das kann ich ja nur bestätigen, das ist eine gefährliche Sache. Also wer, und generell, wo ist das Problem, sich einen Einlauf zu machen? Ganz ehrlich, wir machen so viel Zeug in unserem Leben, wir lassen uns Spritzen geben, wir machen ganz viele komische Sachen, nur damit wir gesund werden und das ist so eine billige Sache, die kostet gar nichts, nur ein bisschen Wasser, so ein Beutel, so ein Darmspülungsbeutel kriegt man schon für unter 10 Euro, den kann man bestimmt ein paar Jahre benutzen und wenn man das ein bisschen geübt hat, ist das überhaupt kein Problem, das ist auch nichts Ekliges dran, das ist eine sehr gesunde Sache, das ist genau wie Zähne putzen, ja? Man muss ja auch hin und wieder mal seinen Arsch putzen. So, das als Hinweis, wenn man also um 21.30 Uhr noch nicht Stuhlgang hatte, sollte man da auf jeden Fall einen Einlauf machen. Man sollte auf jeden Fall an dem sechsten Tag vorher halt auch einen Einlauf machen. Man kann aber auch sagen, man macht das dann um 9, halb 10. So, und dann macht man dieses Gemisch fertig aus Grapefruit und Olivenöl, schüttelt das dann und um Punkt 22 Uhr steht man neben seinem Bett, hat das Kopfteil so ein bisschen hochgestellt oder hat ein paar Kissen untergelegt und dann muss man dieses Gemisch aus Olivenöl und Grapefruit in einem runtertrinken. Das war jetzt nicht so schlimm, ja, das ging ganz gut. Das ist ja dann so ungefähr 400 Milliliter, 500 Milliliter Grapefruitsaft mit Olivenöl und dann muss man sich sofort hinlegen, die Augen zumachen und ruhig liegen bleiben für mindestens 20, 30 Minuten, damit das einfach durch den Magen fließen kann, Richtung Dünndarm und Leber und Gallenblase. Und möglichst, wenn es geht, sollte man dann versuchen auch zu schlafen. Und wenn man nachts aufs Klo muss, geht man halt aufs Klo. Es kann ja sein, dass das Bittersalz dazu führt, dass man Durchfall wieder kriegt. Und dann geht man halt, legt sich halt immer wieder hin und versucht zu schlafen. Das habe ich mir so einfach vorgestellt. Es war auch okay. Ich bin um 1 Uhr nachts aufgewacht. Und mir war schlecht. Und das schreibt er hier auch, das kann durchaus passieren. Mir war eigentlich dann schlecht zwischen 1 Uhr morgens und 6 Uhr morgens. Also mir ging es richtig übel, ich konnte überhaupt nicht schlafen. Ich habe immer nur so, bin eingedämmert und dann wieder aufgewacht. Also das war eine Horrornacht, die hängt mir auch noch nach. Ich hatte noch keine Zeit, mich richtig auszuschlafen, aber ziemliche Augenringe, weil ich einfach so kaputt bin. Trotz alledem bin ich dann um 6 Uhr morgens, muss man aufstehen, muss man sich einen Wecker stellen und muss noch ein Glas Bittersalz Wasser trinken. Obwohl mir schlecht war, war das schon scheiße. Und dann sollte man möglichst aufbleiben, sich ein bisschen bewegen. Kann sich auch aufs Sofa setzen, kann auch was gucken im Fernsehen oder so oder im Internet. Und um 8 Uhr das letzte Glas Bittersalz Wasser. Und damit ist diese ganze Sache dann im Prinzip erledigt. Der Darm macht sein Übriges. Da kommt dann halt wahrscheinlich sehr viel Durchfall und so. Und so um 10 Uhr kann man dann Fruchtsaft trinken und eine halbe Stunde später kann man schon ein bisschen Obst essen und dann sogar am Mittag kann man wieder was Leichtes zum Mittagessen zum Beispiel. Und dann empfehle ich natürlich und er ja auch, dass man im Prinzip an dem Tag, also ich würde sagen, man macht an dem Tag, an diesem, das ist ja dann der siebte Tag, das wäre dann der Sonntag, Samstagabends fängt man das zum Beispiel an. Am nächsten Tag, am Sonntag, nachmittags oder am Morgen macht man halt nochmal einen Einlauf. So lange, bis keine von diesen Steinen hier mehr rauskommen. Das ging nämlich relativ lange. Ich glaube, ich habe mir 7-mal einen Einlauf gemacht, bis nur noch Wasser kam. Und dann ist dieses Zeug raus.
Und dann empfiehlt es sich noch in den 3 Tagen nach dieser Reinigung auch nochmal einen Einlauf zu machen, um halt mögliche später rausgekommene Steine da auch zu entfernen. Klingt jetzt komplizierter, wie ich das erzählt habe, als es ist. In dem Buch ist es halt sehr gut beschrieben. Ihr besorgt euch halt dieses Bittersalz, Grapefruits und Olivenöl und Apfelsaft, 6 Liter Apfelsaft. Und das war es eigentlich schon. Ne? Dann macht ihr einfach an diesem einen Tag, das fällt halt wirklich aus von 18 Uhr bis am nächsten Tag um 12, 15 Uhr, je nachdem, wie fit man ist. Also mich hat es ja ziemlich gebeutelt, weil ich so müde war auch dann. Und also Notfall, also am besten macht es vielleicht dann Samstag fängt man an und Sonntag hat man ja frei meistens und ist am Montag dann wieder fit. Man soll das relativ häufig machen am Anfang. Im Endeffekt ist es so, dass 2 Wochen bleibt es gut und nach 2 Wochen wandern die Reste von hinten in der Leber wieder nach vorne. Und man kann im Prinzip frühestens 2 Wochen nach der letzten Leberreinigung das nochmal machen. Er sagt jetzt aber sowas, ja, wie wäre es denn halt mit einmal im Monat und so lange, bis halt keine von diesen Steinchen mehr rauskommen. Und dann ist es so, dass diese Schlacken, diese Lebersteine, Gallensteine, wie auch immer man dieses Zeug nennen mag, irgendwann kommt da nichts mehr und dann ist es frei. Und dann würde es reichen, wenn man das einmal im Jahr macht und ja, es kann verschiedene Gründe haben. Es kann sein, dass man Bluthochdruck kriegt von der verstopften Leber. Es kann sein, dass man Allergien entwickelt hat, dass man irgendwelche Krankheiten hat, weil wenn die Leber ist das Entgiftungsorgan. Ich glaube, es ist so, wenn in 5 Minuten fließt das gesamte Blut, das man hat, einmal durch die Leber. Und da werden die ganzen Giftstoffe rausgezogen. Und wenn die verstopft ist, wenn die nicht komplett funktioniert, dann hat man ein Problem, weil dann kann es nicht raus. Das ist wie mit dem Auto, mit dem Ölwechsel. Hin und wieder muss man das Öl wechseln, muss man irgendwelche Rohre vielleicht auch mal ein bisschen schrubben. Es ist wie mit einem Abfluss. Ja? Wenn du jahrelang irgendwie Zeug da reinschmeißt, irgendwann läuft es nicht mehr ab, dann muss man mal die Spüle unten auseinandernehmen. Das haben wir letztes Mal gemacht. Dann hat man ja ein Rohr und dann ist das umgeben mit Fett und Resten und dann putzt man das einmal richtig durch und gut ist. Und dann hält das wieder ein paar Jahre. So kann man sich das ein bisschen vorstellen. Eine gesunde Leber ist ganz, ganz wichtig und kann mit vielen zusammen auch, dass man nicht abnehmen kann, dass man nicht weiterkommt mit seinem Abnehmen. Weil wenn die Leber nicht den Fettstoffwechsel mehr gut steuern kann, weil sie überfordert ist, weil da Leitungen blockiert sind, dann ist das auch schwierig. Also, nur meine persönliche Erfahrung damit. Ich finde das Buch hier sehr gut geschrieben. Es lohnt sich auf jeden Fall zu lesen, auch über Gesundheit im Allgemeinen. Und das wandert hier bei uns in unser Gesundheitsregal und wird dann halt hin und wieder mal verwendet. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Falls ich nochmal sowas mache, wovon ich ausgehe, mache ich vielleicht nochmal einen Erfahrungsbericht darüber. Aber ich hoffe, ich konnte euch hiermit ein bisschen weiterhelfen, ein paar Fragen beantworten. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Abonniert uns, wenn ihr weiterhin Videos zu veganer Ernährung, Rohkost, Gesundheit und irgendwelchen Lebenstipps haben wollt. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Bis bald und tschüss.